Patrick am Ostersonntag mit einem vollgepackten, bunten Korb an Spielen. 6 an der Zahl. Damit herzlich willkommen zu dieser spannenden zweiten Liga. Ein Wahnsinns-Showdown im Aufstiegs- und Abstiegsrennen. Über die halbe Liga steckt noch mittendrin im Kampf um den Klassenerhalt. Dazu gehört auch der FC Erzgebirge Aue. Der Lauf unter Tabellenspitze wird mächtig gefightet. Derzeit steht Hannover wieder ganz oben. Gestern gab es sich denn so anfühlt, der Derbyheld zu sein. Gut. Also trotz der Niederlage hat Thorsten Lieberknecht seinen Humor nicht verloren. Und es ist ja wirklich noch alles möglich in diesem spannenden Aufstiegskampf. 4 heiße Kandidaten sind noch dabei. Eisern träumt auch Union von Liga 1. Ist das ein irrer Abstiegskampf? Die komplette zweite Tabellenhälfte zittert noch. Ab Rang 9 darf sich keiner sicher fühlen. Aber komplett mit dem Rücken zur Wand steht der KSC. Ein Sieg heute ist absolut Pflicht. Und die Karlsruher klammern sich an den allerletzten Strohhalm. Und der heißt 1. FC Heidenheim, Hartwig Töne. Damit ist Bochum so gut wie gerettet. Das müsste reichen. Der KSC hingegen muss sich aus der zweiten Liga verabschieden. Es sind 8 Punkte Rückstand auf dem Relegationsplatz. Da ist der Klassenerhalt nur noch theoretisch möglich. Martin Quast hat bei den Karlsruhern nachgefragt, ob sie das auch so sehen. Ja. Mit diesem Punkt steht die Fortuna jetzt auf Platz 10 in unserer Blitztabelle. Einen Punkt vor Sandhausen, 3 Punkte vor Würzburg, Lautern und 60. Aber die 4 spielen ja jetzt alle noch bei uns. Und da starten wir direkt rein in das Gastspiel der Sandhäuser bei 60. Ja, für die Münchner schien es eigentlich unter Trainer Pereira ganz gut zu laufen. Aber spätestens nach dem 0:3 in Aue stecken sie wieder in akuter Abstiegsgefahr. Jochen Stutzki.